Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Eine Tobii Art Deco habe ich euch schon gezeigt und hier ist die zweite, die ich aus dieser Reihe habe. Und zwar handelt es sich dabei um eine blaue mit einem etwas einfacheren Werk. Im Detail, im Video werdet ihr die Uhr sehen. Es ist ein wunderschönes Blau. Das Werk ist nicht ganz so aufregend wie bei der Sector Dial. Aber es ist eine Uhr, die in jedem Fall ein Hingucker ist. Mit einem Durchmesser von 40,5 mm ist diese Uhr sehr gut tragbar. Das Saphirglas auf der Frontseite sorgt dafür, dass die Uhr eine Gesamthöhe von 10,6 mm hat. Das Gehäuse als solche wäre nur 8,7 mm. Von Horn zu Horn, wie ihr hier sehen könnt, beträgt der Abstand 48 mm. Und die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Wir haben hier ein Werk, das ist ein bereits veredeltes Werk. Es ist nicht ganz so fantastisch und ganz so aufwendig veredelt wie das Topwerk aus dem Hause Tobii. Ich zeige euch das später noch im Video, wie das fantastische Topwerk aussieht. Mit 5 Bar ist die Uhr auch für eine Dresswatch ausreichend wasserdicht. Als Werk verbaut ist ein Unitas 6498-1 und die Krone ist eine Zug- und Druckkrone, nicht verschraubt, passt aber nach meinem Dafürhalten wirklich hervorragend zu dieser wunderschönen Uhr. Das Ziffernblatt in Blau und auch das Armband in Blau harmonisieren perfekt und machen aus der Uhr eine wirklich tolle und farbenfrohe Dresswatch. Apropos Dresswatch, wie sieht die Uhr denn nun an meinem Handgelenk aus? Ich nehme meine Circular Aquasport ab. Diese Uhr hat 39 mm im Durchmesser, die Tobii wie gesagt 40,5. Durch das andere Gehäuse und die anderen Proportionen erscheint die Tobii aber deutlich größer, dennoch nicht zu groß an meinem Handgelenk. Ich finde die Uhr super klasse, mir gefallen auch die Zeiger und die Zeigerform. Die aufgesetzten Indizes und auch die gesamte Farbgestaltung. Eine richtig tolle Uhr. Leider wird in dem Video nicht deutlich, was für ein tolles Blau hier verbaut ist und wie wunderschön das Ziffernblatt bei unterschiedlichen Lichteinstrahlungen wirkt. Da ich im Winter ganz schlecht nur mit Tageslicht drehen kann, ist das Ganze hier mit Kunstlicht. Ich habe zwar ein Lichtzelt, trotzdem kommt das Blau nicht so rüber, wie es wirklich ist. Es ist extrem faszinierend. Toll finde ich übrigens auch, dass Tobii die Nähte hier in Blau gewählt hat. Es geht Ton in Ton mit dem Ziffernblatt und das finde ich wirklich super. Die Indizes, wie gesagt, sind aufgesetzt. Die kleine Sekunde auf 6 Uhr ist ein kleines bisschen vertieft, ist also nicht nur plan aufgedruckt. Die Zeiger sind poliert. Die Gehäuseflanken sind satiniert, sehr sauber gearbeitet. Die Krone wiederum ist poliert und harmonisiert perfekt zu dem polierten Topring und dem polierten Ring, der auf der Rückseite den Glasboden hält. Zwischen den Hörnern ist die Uhr ebenfalls mattiert, die Hornoberseiten sind poliert. Ein wunderschöner Wechsel aus polierten und satinierten Flächen und das Werk selber hat Genfer Streifen. Gebläute Schrauben, wirklich sehr schön gemacht. Auf dem Haltering des Glases kann man relativ viel lesen. Tobii Watches steht dort. Tobii kommt aus Hagen in Westfalen. Ganz offensichtlich ist Tobii sehr stolz darauf, aus Hagen zu kommen und aus keiner der üblichen Uhrenhochburgen Deutschlands. Die Uhr ist Made in Germany, erfüllt also alle Kriterien von Made in Germany und aus Gesprächen mit dem Inhaber von Tobii weiß ich auch, dass wirklich sehr, sehr viel in Deutschland gemacht wird und da auch wirklich Wert drauf gelegt wird. So etwas finde ich richtig klasse. Ja, lassen wir nochmal schauen, wie die Unterschiede im Werk sind. Links haben wir jetzt die die Art Deco in Blau und links haben wir das Top Grade Premium Werk aus der Sector Dial, die ich euch bereits vorgestellt habe, mit der skelettierten Brücke und den aufwendiger dekorierten Rädern und Platinen. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied. Auch das normale Werk in der Art Deco links ist schon toll, aber das Top Grade Premium Werk ist natürlich wesentlich schöner,
kostet aber auch doppelt so viel. Ja, zu den Preisen, wo wir gerade sagen, doppelt so viel. Aktuell kostet die Uhr am normalen Shell Cordovan-Band 1.625 €, am Alligatorband 1.700 €. Ab dem 1.4. wird es diese Preise aber so nicht mehr geben, denn dann gibt es nur noch das veredelte Werk, was ihr jetzt hier auch in der Uhr seht. Es gibt noch eine einfachere Stufe. Mit diesem Werk, was ihr hier seht, kostet die Uhr dann 600 € mehr, also 2.225 bzw. 2.300 €. Das ist für eine Uhr einer vergleichsweise unbekannten Marke ein sehr stolzer Preis. Ich finde aber angesichts der Verarbeitung und auch der Werksveredelung den Preis nicht zu hoch. Er ist eindeutig hoch, aber ich finde, die Uhr ist diesen Preis auch wert. Mit 40 mm sehr gut tragbar. Die Uhren gibt es auch in 43 und 45 mm, sodass dieses Modell an jeden Arm passen sollte. Ja, mich würde sehr interessieren, was ihr von der Uhr haltet, wie ihr zu blauen Uhren steht, zu Dresswatches. Kanntet ihr Tobi vorher schon? Wenn ihr meinen Kanal öfter seht, kennt ihr Turbi selbstverständlich. Eine zeige ich euch noch. Bis dahin, tschüss. Jetzt läuft's wieder.